Okay, das wird dann langsam. Wegdrehen bringt es wahrscheinlich nicht recht viel mit dem umgehängten Mikrofon. Aber das kriegen wir schon noch hin. Die letzten Sachen noch kontrollieren. Chris Mountain, Servus, Moin, klingt hier ein bisschen. Ist bei dir hell? Oder ist das einfach nur der nordische Gruß? Ein Hallöchen an den ersten Zuschauer auch auf dem YouTube-Kanal. Servus Dennis, hallo. Na, da tröpfeln ja schon langsam alle rein. Seid so lieb, irgendwer bitte schreibt mir, ob der Ton für euch in Ordnung geht und ob auch das Bild soweit passt. Die Geschichte mit dem Fokus. Schon für ihn. Grüß dich. Auch das funktioniert. Ich komme mit Moin schon gleich, weiß schon, was gemeint ist. Ton und Bild passt. Danke, Dennis. Danke, Marc. Danke, Chris. Moin, Max. Thomas Müller, Grüße auch an dich. Ton gut, sagt der Gerd. Danke dir. Okay. Dann glaube ich euch das soweit. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bestellungen schon angebracht oder nutzt ihr heute noch und morgen die Flash Sales. Laubi Laubheimer schaut zu. Hallo auch an dich. Ein bisschen hin und her schmeißeln. Und dann natürlich bin ich an euren Erfahrungen interessiert. Wünsche, Beschwerden, Anregungen habe ich als Diskussionsgrundlage hineingeschrieben. Warum ist da schon wieder so eine? Ach Gott, dass das bei Facebook jedes Mal anders ausschaut. Furchtbar. Hallo Dirk. Hi Andi, Yvonne. Freut mich, dass ihr alle wieder zuschaut. Das YouTube-Interface hängt ganz gerne ein bisschen. Seid mal also nicht böse. So, nachdem es 20 Uhr ist, Servus Robert. Ganz offiziell. Servus miteinander, da ist der Martin im Auftrag von OLED. Freut mich, dass ihr alle wieder zuschaut. Und nachdem ich wir im ich soll nicht gleichzeitig lesen, wenn ich was rede. Der Chris Mountain fragt die Codes. Während der Sales funktionieren natürlich keine Discount-Codes auf bereits genutzte Ware. Und ich sehe da Martin 10, das ist, glaube ich, mein alter, das war mein Code für den Shop in Deutschland. Der wurde leider deaktiviert. Da, John, kannst mir gerne eine PN schreiben, dann nenne ich dir andere Influencer, deren Codes du nutzen kannst, um die dann zu unterstützen. Wie gesagt, im Deutschen habe ich leider keinen Code und keinen Konto mehr. Ja, wo wollt ihr hin? Ich habe ja geschrieben, Wünsche, Beschwerden, Anregungen, also immer her damit. Insbesondere hat bei euch der für die, die schon am Montag bestellt haben, hat der Versand geklappt, hat alles funktioniert. Die mich sehr interessieren, wie seid ihr da zufrieden? Ein Abend an Marksman 70 auf YouTube. Ich habe gestern eine Bestellung abgegeben, Testbestellung immer wieder mal, und die ist heute schon rausgegangen, also da habe ich schon von der Post Österreich aus bekommen. Mit der Yvonne habe ich ja mal heute ein bisschen nachgeschaut. Ihr Paket wurde per DHL und nach Deutschland geschickt. Das ist zwar, soweit ich das sehe, auf der DHL Österreich Seite sieht man, dass es schon in Deutschland ist,
aber auf der DHL-Deutschland-Seite ist es noch nicht da, dort. Also ich vermute, noch nicht eingebucht. Oder hat die Yvonne heute nochmal nachgeschaut am Abend? Ist das schon aufgetaucht? Servus Robert, Montag bestellt, Dienstag angekommen. Sehr schön. Thomas Müller, von wo nach wo war das innerhalb von Österreichs? Robert hat Dienstag bestellt, angekündigt. Ich glaube, nach Deutschland geht es jetzt mit DHL. Also mich interessiert ja auch, wo es da immer hängt. Also ich habe mal mitbekommen, da beim Tracking gesehen, das ist alles nach Deutschland, also wird in Österreich gesammelt. Dann führt es der österreichische DHL nach Deutschland in ein Zentrum oder auch die österreichische Post, übergibt es dort irgendwo in Deutschland, stellt denen die Gitterboxen vom LKW runter und solange das dort keiner in deren System reinnimmt, ist es nicht da. Furchtbar, ne? Schade, dass es so wenig Beats gab, ja. Das ist furchtbar, wir hätten wirklich auch gern mehr gehabt, aber es gab eine bestimmte Menge, die produziert worden sind. Das haben sich irgendwelche gescheiten Leute ausgerechnet. Und nachdem Österreich so wenig Bestellungen pro Monat hat, im Durchschnitt, gibt es eine entsprechende anteilige Menge. Wenn mehr Leute in Österreich viel mehr bestellen würden, dann würden wir auch einen größeren Anteil vom Kuchen bekommen. Klingt zwar ein bisschen blöd, ist auch sehr schade, wenn ihr mich fragt, aber ja. So, Müller Thomas nach D in einem Tag, das ist schnell gegangen, sehr gut. Ja, die Beats-Diskussion, also es ist sicherlich angekommen und ich hoffe auch, ich habe mich auch ein bisschen meinen Unmut darüber geäußert, wie das gelaufen ist und dass es so wenig gab. Vor allem ein Artikel, der leistbar ist, der, soll ihn herzagen, er war doch sehr erschwinglich mit gut 10 Euro, ne? Und ist ja auch wirklich hübsch. Apropos hübsch, das war eine Testlampe, von wegen hübsch. Ups. Ich habe gelesen, irgendjemand hat gemeint, dass bei ihm der Beat die Farben und die Struktur nicht so rauskommt. Sieht man das da irgendwie? Ups. Kann ich den fokussieren? Hallo, liebe Lampe. Liebe Kamera, ich krieg das nicht hin. Probiere ich das Kabel daraus zupfen. So, ja. Also wenn die Struktur nicht so rauskommt, mit Glasreiniger, Bremsenreiniger, probieren Alkohol. Ich nehme immer so einen Industriereiniger, einen fettfrei Rapid. Da ist so ein bisschen so eine Schutzschicht oben und sobald die unten ist, dann kommen die Farben so richtig raus. So. Jetzt schaue ich mal, was ich meiner Arcfield UV angetan habe. Nix. Funktioniert natürlich auch noch. Also, ihr habt es gesehen, Falltest live, da von einem Meter runter direkt auf die Fliesen geknallt, das habt ihr leider gehört. Keinen Toucher. Das ist einmal was Neues. Normalerweise sind da fast alle meine Lampen ein bisschen beleidigt. Das kommt davon, wenn man so ein wackeliges Regal hat. So, schauen wir mal. Die Yvonne ist immer noch elektronisch angekündigt. Wie gesagt, auf der DE-Seite steht angekündigt, weil die warten, dass es von Österreich kommt. Und in Österreich steht drauf, es ist schon in Deutschland. Ne? Und EWDL, sehr gut. Falltest, ja, Chris Mountain. Servus Marcel. Gerd Wolbert, moin. Ah, ja, das Gewinnspiel, damit ihr gleich alle wisst und gleich alle schon mittun könnt. Zack. Ich mache das heute wieder so. Okay, da schreibt er dann rein. Zu gewinnen gibt es heute und ich ziehe dann um 20.15 Uhr, kurz bevor ich das heutige Live beende. Oder um 20.30 Uhr. Aber wir haben 20 Uhr erst begonnen. Jeder, der mir oft wieder kommentiert, das Video beim entweder ins YouTube hinein oder die Antwort schreibt beim Facebook-Stream, das ist mir dann wurscht, was es dazu schreibt, wie viele verschiedene Farben kann unser
diesmaliges Geschenk, die Goba, darstellen. Ihr habt es alle mitbekommen. Ja, eh klar. Das tippe ich da, muss ich später löschen. Es gibt diesmal als kostenloses Geschenk die Goba, dieses Sicherheitslicht. Ich schalte es jetzt nicht ein, absichtlich. Die kann verschiedene Farben machen. Also zum Beispiel weißes Licht, das ist eine Farbe. Ne? Bitte die richtige Antwort hineintippen. Ich werde dann zum Schluss alle richtigen Posts hineingeben. Und seid so fair, macht es mir nicht schwierig. Bitte nicht zweimal hineinschreiben. Ne? Nur einmal diese Zahl hineinschreiben. Und ich werde aufpassen, dass wir sonst nichts machen, was wir dann noch rein können. Weiß ist eine Farbe, ja. Auch wenn es physikalisch weiß, alle Farben ist. Ne? Ja. Herr Couper ist dabei auf YouTube. Servus. Hallihallo auch an die Regina. Ich sehe auch auf YouTube kommen schon die ersten Antworten rein. Also alle, die zuschauen, jetzt live dabei sind, können auch live an der Verlosung teilnehmen. Das ist meine Idee diesmal. Schauen wir mal, wie das so ankommt. Jetzt um 20 Uhr hat ja auch der Support-Sale begonnen für die Österreicher und die Deutschen mit spezieller Ausnahmegenehmigung. Es gibt die Boulder RL, also mit rotem Laser in der Mini-Version für YouTube und Facebook. Das ist eine Spielzeugwaffe, also keine echte Piu-Piu. So klein ist die. Ist mittels Schnellverschluss einfach an der Schiene anzuhängen. Kann dann in der Längsrichtung positioniert werden. Wenn ich das Bild groß mache, dann kann es ja jeder sehen. Also Schnellverschluss mit seinem Hebel wird angeklemmt, verriegelt und hat dann links und rechts den Bedienhebel, hat so rotes Licht und natürlich auch das Weiße. Die Boulder RL Mini, die gibt es jetzt im Sale bis zu 35% günstiger in der Kombi. Und es gibt, da hinten oben hängt sie, die Night Tour und macht immer hübsche Farben. Auch die gibt es um bis zu 28%, wenn man sie mit verschiedenen anderen Produkten kombiniert. Und diesen Support-Sale, der läuft jetzt seit 20 Uhr bis Mitternacht. Und morgen im Support-Sale, muss ich schummeln, das hätte ich mal herrichten können, oder? Was ist der morgige Support-Sale? Die Boulder Pro, also das ein bisschen größere taktische Licht. Oder? Na, da habe ich mir jetzt verguckt. Shop, shop, shop. Traurig, dass die in der EU. Ja, deutsches Waffen, aber über deutsches Recht wollen wir heute nicht diskutieren. Weder über das Waffenrecht noch über die Messergesetze. Wo ist denn da der Support-Sale? Flash Sale, damit ich euch das einblenden kann, was ich euch da auch alles dazu. Da ist er. Zack, da sind die anderen Support-Sales. Die Boulder Mini. Irgendwie schaffe ich es heute. Das soll ich Wieso schaut das da anders aus? Hi! Mingelberg, Inno, Ausnahme, klassische. Da ist er doch eh. Die Boulder RL Mini ist heute und auch die Night Tour. Morgen gibt es dann die Valkyrie Turbo LEP mit dem quasi Laserlicht und die Warrior Mini 2. Auch die gibt es dann morgen ab 20 Uhr bis Mitternacht. Beim besten Willen nicht, man diskutieren wollen wir nicht. Nein, nein, das bringt nichts. So, jetzt schauen wir, was sich da drüben tut. Dixie B ist da. Hupe nennt man mich auch. Auch du hast die richtige Antwort. Na, das wird dann wahrscheinlich eher ein bisschen lustig, bis ich die ganzen Sachen dann für euch zusammen konfiguriert habe. Und wie ihr seht, nachdem ich mich da auch jetzt mal wieder neu durchklicken muss im Shop, weil irgendwie wird da immer wieder, zeigt mein Browser das immer wieder unterschiedlich an.
Da kann ich euch was erzählen, wo es mich letztens einmal aufgestellt hat. Ich habe nämlich nicht gesehen, da, jetzt ist es angezeigt, dass dieses kostenlose Geschenk, über 169 Euro, gibt es diesmal eine Pfeife dazu, ich glaube, die ist aus Titan gefertigt. Dieses Geschenk hat es mir nicht angezeigt, weil ich hatte einen Pop-up-Blocker aktiv im Browser und dann habe ich eine Ausnahme machen müssen für den OLED-Store. Seitdem werden diese Sachen wieder angezeigt. Also wenn es bei euch da was fehlt und ihr der Meinung seid, ihr findet im Shop nicht alles, kein Fehler, da ist er bei mir gegangen, also da könnt ihr auch an eurer Seite sein. Viele Leute finden leicht hinaus, wie viele Farben die Goba hat. Es ist unfair, wenn ich sage, nein, muss ja jeder selber lesen. An die, die schon bestellt haben und schon ihre Sachen bekommen haben. Was habt ihr euch geleistet? Wo habt ihr zugeschlagen? Die Arkfeld UV, war die für euch? Beziehungsweise, ich hoffe, ihr habt es mein Video gesehen, hat euch das Video geholfen, so wie ich das da gemacht habe, auf dem Weg mit den Schildern. Das habe ich das erste Mal quasi probiert, das so ein bisschen, dass man sich das visualisieren kann. Insbesondere wollte ich zeigen, wie weit das UV-Licht eigentlich funktioniert. Da war ich dann doch sehr überrascht, dass man da auf 15 Meter das DIN A4-Blattl noch eindeutig sehen kann. Ne? Abschreiben gilt nicht. Ja, wahrscheinlich Copy-Paste, oder? Ist jetzt aber auch keine allzu schwere Frage. Mir geht es ja nur darum, dass man die Leute belohnt, die sich die Zeit nehmen und jetzt mittun und mitschauen und auch mitdiskutieren. Ne? Ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, derjenige gewinnt, der die meisten Posts macht, weil das würde dann wahrscheinlich im Spammen enden. Die U1 im DIY-Bundle. Das DIY-Bundle mit dem bis zu 40% ist wirklich ziemlich cool. Also ich habe für einen Bekannten, der hat sich die Warrior Mini, die Marauder Mini, weil ich ja auch so viel davon schwärme, gekauft, ne, hat jetzt zweimal die Kinderlichter dazu genommen, in der Verwandtschaft zum Herschenken und staubt die Lampen um 160 Euro oder irgend sowas ab. Also 40% machen bei den großen Lampen schon wirklich viel aus. Also da muss man echt zuschlagen. Betten 3 in Ocean Camo. Ja, das Ocean Camo ist cool. Hast du die M2R Pro auch dazu, die große? Oder ist das jetzt die erste in Ocean Camo? Ich glaube, aus der Farbe könnte ruhig ein bisschen mehr kommen. Schnelle Lieferung, sagt der Robert Bauer. Auch das ist gut. So, dann schauen wir noch. Also wie gesagt, wenn die Overlays nicht da sind, kann es auch am Browser bzw. den Browser-Einstellungen liegen. Wer von euch hat die Betten 3 Pro Max in Magnesium sich besorgt und schon bekommen? Woodland Camo? Ist es bei diesen verschiedenen Camo-Sachen nicht so, dass einige sogar Copyright-geschützt sind, irgendwie so geschiste? Ich habe da mal was mitgelesen in irgendeinem der EDC-Forum, wo so Camo-Sachen diskutiert worden sind, ich glaube für TAP. Und da hat dann einer geschrieben, das wäre ganz gefährlich, wenn jetzt eine Firma ein Camouflage-Muster verwendet, das irgendwie geschützt ist. Deswegen muss man da, glaube ich, mal nachfragen, oder? Robert Bauer hat natürlich die Lampen. Hallo Christian. Das Paket ist noch unterwegs, aber die Arkfield UV ist mit drin. Sehr schön. Also, sind wir dann ja froh, wenn viele Rückmeldungen kommen. Und hoffentlich kommt dann in der Richtung noch mehr. Also ich habe eine andere Idee gelesen oder einen O-Designer-Vorschlag, wo einer gemeint hat, man könnte das Design aufgreifen und statt der UV-Lampe eine zweite weiße LED einbauen. Einmal mit dem kaltweißen Licht, einmal mit dem warmweißen Licht. Und könnte das
dann mischen oder irgendwie blenden, dass man beide gleichzeitig so überdimmen kann, um sich eine Lichtfarbe einzustellen. Das wäre ziemlich lustig. Oder was auch witzig wäre, habe ich noch nicht gelesen, ich glaube, das sollte irgendjemand als O-Designer hinschreiben, wenn man eine Optik verwendet mit einer weißen LED, die stark fokussiert ist und eine, die EDC-mäßig, so wie es da der Fall ist, eher breit abstrahlt. Also, dass man wirklich umschalten kann, so wie bei der Marauder, zwischen Flutlicht und klein. Also so wie in dem Marauder wirklich ganz mini, das wäre doch auch eine coole Idee, oder? So. Schauen wir mal, Pakete sind unterwegs. Sogar patentrechtlich, danke Robert. Der Christian hat gestern die erste, heute die zweite bekommen, sehr gut. Tiki Taka fragt, Lampen mit zwei Medium-Modi. Bin mir nicht ganz sicher, was du da meinst. Einfach, dass mehrere Modi sind, oder warum Medium 1, Medium 2, oder such mal eine Bezeichnung. Da stehe ich ein bisschen am Schlauch, wie du das meinst. Das muss man genauer erklären. Oberflächen desinfizieren, fragt der Marksman 70. Dazu braucht es UVC, und also eine ganz andere Wellenlänge als dieses UV, also die 365 Nanometer, die da drin sind. Also zum Desinfizieren braucht man UVC-Licht. Googeln. UVC hat ein, ach Gott, Pop-Up-Geschichteln. Wir sind dann, also die Arkfeld hat UVA mit 365. Dann gibt es die UVC-Strahlung, die hat zwischen 100 und 280 Nanometer, also da ist eine ganz andere LED drinnen. Und natürlich auch wahrscheinlich braucht man für diese Desinfektionslampen eine bedeutend höhere Leistung auch. Also mit der normalen UVA-Strahlung, die da drin ist, kann man nichts desinfizieren. So, weiß ich das auch. Also bei der Variante 3, ja, das ist bei den taktischen Lampen, wollen die das mehr, dass man so die weniger Modi hat, weniger Abstufungen. Zweimal Medium High, so meinst du das, okay. Muss ich fragen, also da zu solchen Sachen habe ich leider keine Info. So, ich schaue, dass ich da keine Nachrichten höre, übersehe. Nochmal an alle, die jetzt also in den letzten Minuten sich eingeschaltet haben. Ich verlose heute eine Lampe, die kann ich euch ja da rein zeigen, nämlich eine i3T Plus in OD Green. Um mitzumachen, müsst ihr nun auch nicht zuschauen und ihr müsst in den Chat hineinschreiben, wie viele Farben die GOBA, das Sicherheitslicht, anzeigen kann. Weiß ist eine Farbe, aber da gibt es noch mehr. Wie viele Farben in Summe? Und natürlich, wenn man sich ein bisschen durchscrollt, könnte man eine Idee bekommen, was die anderen Leute so als richtige Antwort vermuten. Das heißt ja nicht, dass das die richtige Antwort ist, oder? Der Matthias Schütz. Nabend, servus. So. Schauen wir mal, ob ich da irgendwelche Produkte sehe, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ihr seid ja alle als lang gediente OLED-Fans sicherlich deutlich im Bilde, was es alles gibt. Da gibt es eine sehr ausführliche Antwort. Danke, Asuka Ikari. So, schauen wir mal nochmal. Die Lampen mit UV haben wir besprochen, das Video haben wir gesehen. Den Beat habe ich gezeigt. Gibt es jemanden von euch, der
irgendwas vielleicht kaufen wollen würde, aber sich noch nicht überwunden hat, sitzt irgendwer noch am Zaun und ist sich nicht sicher, ob er es sich holen soll. Zum Beispiel der Chris Martin sagt, da kann ich vielleicht helfen, um dir ein bisschen etwas schmackhaft zu machen. Die Betten 3 Pro Max, die normale Variante, oder meinst du, die zeige ich dann natürlich in ganz groß, Betten 3 Pro Max in der Magnesiumlegierung. Die Oberfläche, man sieht es da, ist wirklich so seidenmatt, seidenglatt, aber nicht rau, wie es auch schon beschrieben worden ist. Sie ist einige Gramm leichter. Im direkten Vergleich merkt man das auch. Oder es liegt vielleicht daran, dass ich ein Grobmotoriker bin. Aber wie gesagt, ich erkenne den Unterschied zwischen der Aluminium- und der Magnesium-Variante. So schlimm ist es nicht. Was mir wirklich gut gefällt, also ich hoffe, dass das weiter drin bleibt, die Möglichkeit, dass man den Sensor mit dem Schmäh, mit den Blocken, während es angesteckt ist, also während geladen wird, da kann man den Sensor komplett deaktivieren für die Leute, die das gar nicht wollen, oder halt den Sicherheitssensor durch ein zweites Mal doppelklicken, noch einmal zu overrulen. Finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also Chris, genau die, naja, vielleicht soll ich da noch irgendwie, was brauchst du noch? Ups, ich habe mieses Licht da oben. Aber ich hab auch schon ein Licht da auf der Kamera gehabt. Nur jetzt, wenn man in die Kamera reinschaut, werde ich dann blind. Also das hilft mir auch nicht. Fass ich an wie die Going Gear Cerakote. Ja. So, der Robert Bauer hilft auch ein bisschen, dem Chris Mountain anzuschieben, dass er sich die Betten 3 Pro Maxi Magnesium holen soll. Wenn du natürlich wie immer da über meinen Link drüber gehst, dann Dankeschön. So, dann schauen wir mal, was sich da so tut im YouTube-Stream drüben. Nicht ganz so viel. Ich beginne mal schön gemütlich da, euch zusammen zu kopieren. Und bin in ein paar Sekunden dann wieder bei euch drüben im Facebook-Stream. Und lese mal die Fragen nach. Ich glaube, ich brauche nicht vorlesen, welche Namen ich da hier dazugebe. So die UV-Frage. Dann wieder ab hier ins Facebook rein. Ihr diskutiert also ganz lustig über die Lampen, das ist gut. Ich habe nur da gerade ein Problem. Ich kann mir gar nicht in der Ansicht komme ich gar nicht auf alle Dings zurück. Wieso zeigt man nicht alle Kommentare an? Dann probiere ich das über eine andere Ansicht. Ach Gott, wie sehr mag ich doch das Facebook nicht.
Also für die Verlosung, ich glaube, das muss ich ein bisschen nachholen. Ich kann jetzt während dem Live-Video gar nicht weiter raufscrollen und alle Leute, die vor länger als 10 Minuten gepostet haben, anschauen. Okay, aber das Problem werde ich schon irgendwie... Herrstes Facebook ist wirklich ein bisschen... Tja. Okay, na dann. Dann verspreche ich euch quasi, dass ich mich jetzt nach dem Video darum kümmern werde, alle eure Antworten zusammenzuschauen. Und danke, Thomas. Ist aber nicht so leicht, wenn das Ganze immer live ist. Und ich sehe, ich habe vergessen, die automatischen Untertitel zu deaktivieren. Ihr habt hoffentlich einen Spaß gehabt bei meinem, bei den Übersetzungen. Ha? Servus Werner. Ja, auf YouTube kann ich durchscrollen und Facebook mag mich nicht. Naja, da muss man wahrscheinlich den Hintern irgendwie alle anzeigen oder irgendeinen anderen Blödsinn machen. Gut, dann schaue ich nochmal, was da noch reinkommt. Hinterher auslosen, ja, das mache ich, das mache ich. Chris Mountain hat Gott sei Dank keine Untertitel gesehen. Aber so ist es halt, wenn ich live bin, gibt es meistens irgendeinen Ballerwatsch, wie man so schön sagt. Ne? Dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Idealerweise habt ihr irgendwas gelernt. Das hat aber halt keiner. Die UV-Sache haben wir besprochen. Da habe auch ich was gelernt, welche Wellenlänge es UVC hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Produkten, zum Sale, zu irgendwelchen alten Sachen, scheut euch nicht, schreibt mir einfach eine Privatnachricht. Da erwischt es mich. Die Leute, die mir und meinen sonstigen Aktivitäten folgen, die kriegen dieses Wochenende auch noch ein bisschen was zu sehen. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Pfiat euch und bis bald. Und immer her mit euren Fragen. Also Fragen beantworten, das taugt mir am allermeisten. Dann habt einen schönen Abend. Pfiat euch. Bis bald.